Ton ab. Läuft. 716, 2, die dritte. Bitte? Da ist er wieder, der Ben vom Süderhof. Nur heißt er jetzt im Film Tobias. Tobias Sommerland. Und der gehört zu den Kindern vom Alstertal, der neuen NDR-Fernsehserie für kleine und große Leute. Da bist du. Hier ist eine Schultüte. Habe ich ganz allein gemacht. Sieht klasse aus, ne? Oh, super. Und so bunt. Deine Lieblingsfarben, stimmt's? Hier sind sie zu Hause, die Kinder unserer neuen Serie. In diesem schönen Bauernhaus leben Familie Sommerland und Familie Clement mit ihren Kindern unter einem Dach. Gut Alstertal, das ist ein Bio-Bauernhof vor den Toren der großen Stadt Hamburg. Da gibt es Gänse, Schweine, Hühner, Pferde, kurzum alles, was zum Leben auf dem Lande dazugehört. Ich bin der Marco Sumek, ich bin 13 Jahre alt und spiele bei den... Komm, Marco, gleich nochmal. Du schaffst das schon. Es ist ja heute dein erster Tag vor der Kamera. Da ist man natürlich noch ein bisschen aufgeregt. Gleich nochmal. Hallo, ich bin der Marco Sumek, ich bin 13 Jahre alt und spiele bei den Kindern vom Alstertal den Timo. Na prima. Timo ist der Älteste unter den Kindern auf Gut Alstertal. Er hat viele Hobbys. Skaten gehört dazu. Er singt und tanzt. Vor allem aber paddelt er gerne mit seinem Kanu auf der Alster. Und das sind die Schwestern Lisa und Julia. Julia hat den Spitznamen Hexe. Die Schwestern mögen sich. Hexe ist eine tolle Sportlerin. Im Rasenhockey ist sie Spitze. Und das ist Lisa. Ihr ganzer Stolz ist eine kleine Pferdekutsche. Tobias ist der Träumer auf Gut Alstertal. Er hat einen ganz besonderen Freund, das Huhn Einstein. Ton ab! 813, die erste! Bleibt noch die Jüngste, Kiki. Sie ist neu auf Gut Alstertal. Und irgendwann erfahren wir im Film, dass sie eine schwere Krankheit hat und operiert werden muss. Ist die Operation nachts? Nee, Kiki, der Text war falsch, macht aber nix, war nur eine Probe. Das ist Hofhund Oskar. Oskar ist kein Filmhund. Er gehört zu den vielen Tieren auf Gut Alstertal. Aber in Wirklichkeit heißt dieser Bauernhof gar nicht Gut Alstertal, sondern Oelshof. Und der liegt auch nicht an dem kleinen Flüsschen Alster, sondern im Süden von Hamburg bei Soltau. Kommen wir jetzt mal zu dem Bauwagen. Das ist Thomas. Er ist einer der vielen fleißigen Leute, die hinter den Kulissen dafür sorgen, dass immer alles gut klappt. Bevor die Dreharbeiten losgehen können, gibt es viel zu tun. Ein alter Bauwagen soll schön bunt bemalt werden. Das Dach rot. Alles klar. Also so ein dunkles Kaminrot. Gut. Und dann geht's los. Jetzt haben erst einmal die Handwerker alle Hände voll zu tun. Das ist der Bauwagen. Er wird später im Film hinter dem Gutshaus stehen. Das Dach wird rot bemalt, genauso wie Thomas es haben wollte. Im Film wird hier später der Bienenbobby wohnen. Wer das ist, das verraten wir noch nicht. Und auch hier wird der Drehort vorbereitet. Auf Gut Alstertal soll es einen Kräutergarten geben mit Thymian, Basilikum, Petersilie und Schnittlauch. Und der Weg zum Haus muss auch neu gemacht werden. Sogar einen Hofladen für Biogemüse soll es im Film geben. Wer hart arbeitet, hat sich eine Pause wohl verdient. Bis morgen muss alles fertig sein. Und was kommt hier zum Vorschein? Das neue Hofschild ist fertig. Gut Alstertal. Ja, das ist schon toll geworden. Da ist ja ordentlich was los. Die Regisseurin Monika Zinnenberg ist zufrieden. Der Gärtner hat einen schönen Kräutergarten angelegt. Genauso sollte es sein.
Jetzt müssen die zarten Pflanzen nur noch möglichst schnell wachsen. Sozusagen. Und die Blumen zwischen. Oh, das habe ich ja gesehen, die sind ja sehr schön. Wichtig ist, dass du auch überall Kräuter so ein bisschen hast. Tja, Vater Gans, bald ist es aus und vorbei mit der Ruhe auf Gut Alstertal. Das können Sie Mutter Gans auch schon mal sagen. Wenn die Filmleute loslegen, dann ist hier was los. Geklappt hat, ne? Ja. Ich lasse es. Meine Hauptdarstellerin Hexe. Hallo, Monika. Mama hat neuen Putz. Ja, gut. Ne? Und deine beste Freundin und Schwester hast du schon kennengelernt? Ja. Ja, ihr beide passt doch gut zusammen. Ne? Ja. Vertragt euch bloß. Keine Prügeleien. Nein. Nein. Und habt ihr denn eure Jungs schon? Sind die schon da? Ja. Da sind sie schon, aber Tobias muss sich erstmal mit Einstein, seinem Filmhuhn, anfreunden. So ganz geheuer ist ihm der zappelnde Flattermann noch nicht. Aber es wird schon noch werden. Noch einmal schlafen, dann gehen die Dreharbeiten los. Du bist ja Profi in Sachen Kinderfilme. Noch ein bisschen aufgeregt? Nee. Ich bin immer aufgeregt vor dem ersten Drehtag, weil es neue Kinder sind. Weil ich habe sie zwar gecastet und habe mit ihnen probiert, aber sie müssen sich ja auch, die sind ja aufgeregter als ich wahrscheinlich. Also müssen wir beide versuchen, uns zusammenzuraufen. Aber ich habe doch wunderbare Kinder ausgesucht, die sind so toll. Also ich freue mich schon drauf. Ja, gerne. Und dann wird's auf dem Hof von Gut Alstertal zum ersten Mal ernst. Nun beginnt für sie die Arbeit. Zuallererst kriegen die großen und kleinen Schauspieler einen ganzen Stapel Drehbücher in die Hand gedrückt. Jetzt heißt es lesen und auswendig lernen. Nur gut, dass es bei der Arbeit wenigstens was zu schlickern gibt. Lisa, du brauchst jetzt dein Buch. Eins, du eins. Lisa hat erst übermorgen ihren ersten Drehtag. Bis dahin muss sie fleißig üben, mit ihrer Kutsche zu fahren. Denn im Drehbuch steht geschrieben, dass sie mit Pferd und Wagen vor der U-Bahn-Station auf ihren Freund Sebastian wartet. Regisseurin Monika Zinnenberg muss ihr noch ein paar kleine Änderungen im Drehbuch erklären. Den Kreis machen und hinschreiben, nach vorn auf Seite 7. Das drehe ich noch, wenn ihr die Pferde absattelt. Doch, die können das nicht. Der arme Tobias. Jetzt war er gerade beim Friseur und hat sich eine coole Frisur verpassen lassen. Und nun kommt die Maskenbildnerin Jana mit Kamm und Schere. Und da heißt es schnipp, schnapp, die Haare müssen ab. So will es die Regisseurin. Nee, versteck mich gleich. Ja, schön. Ist das jetzt gut? Nee, warte mal. Tja, so ist das beim Filmemachen. Da muss man immer tun, was die Erwachsenen von einem wollen. Egal, ob einem das passt oder nicht. Sieht gut aus. Lass mich in Ruhe. Ein bisschen Gel rein. Was sagt die Mutter dazu? Das ist in Ordnung. Muss sein. Ich bin frech, finde ich. Tim. Tobias findet das alles gar nicht lustig. Er geht besser erst einmal auf Tauchstation. Und dann müssen die starken Männer ran. Montagmorgen, der erste Drehtag an der Alster in Hamburg. Damit es ein schönes Bild gibt, werden am helllichten Tag Lampen aufgestellt. Dieses Schienenfahrzeug nennt man Dolly. Da wird sich gleich Bernhard mit seiner Kamera draufsetzen. Bis zur letzten Minute hat Thomas noch zu tun. Das hier ist Timos Kanu. Hoffentlich trocknet die Farbe schnell, denn gleich muss das Boot ins Wasser. Mach mal. Hey, sieh da, mach mal nur so. Derweil wird unten am Steg schon geprobt. Im Film ist Timo an dieser Stelle ganz aufgeregt. Er hat gerade in einem Ruderboot einen alten Mann gefunden, bewusstlos. Bevor gedreht werden kann, muss Timo sich aber erst noch mal umziehen. Timo, jetzt wird's wirklich unangenehm für dich, ne? Ach, da muss man durch. Die nassen Klamotten müssen sein. Im Film hat Timo vor dieser Szene einen kleinen Jungen aus dem Wasser gefischt. Aber das wird erst viel später gedreht. Ruhe bitte! Und Timo, richtig Angst. Und Kevin, guck schön auf Opa. Und bitte! Hey, Sie! Und die Hilfe! Filme machen, das ist harte Arbeit. Wenn Timo, in Wirklichkeit heißt er Marco, nach den Dreharbeiten nach Hause kommt, dann geht es meistens gleich weiter. Von wegen Sommerferien. Marco muss Drehbücher lesen und seinen Text für den nächsten Tag auswendig lernen. Das macht nicht immer nur Spaß. Voll cool. Ist aber der Falsche.
Aber trotzdem bleibt noch genug Freizeit übrig und dann geht Marco gerne in den Keller. Hier kann er nach Herzenslust seinem neuesten Hobby nachgehen. Richtiges Trommeln will gelernt sein. Eine Unterrichtsstunde hat er schon gehabt. Dafür geht es doch schon ganz gut, nicht wahr? Das Schlagzeug hat er sich von seinem großen Bruder erstmal nur geliehen. Und wie viele Jugendliche seines Alters auch, holt Marco gerne mal die Inline-Skates raus und dann geht er mit seinem Freund auf die Piste. Zurück zu den Dreharbeiten. Hier geht es spannend zu. Keine Angst, dem alten Mann geht es prima. Er tut nur so, als wäre er bewusstlos. Jetzt gleich hat der kleine Kevin seinen großen Auftritt. Okay, stopp. Kevin, guckst du Opa an? Ja, Mann. Hoppla, nicht so schnell mit dir. Wo ist mein Opa? Der darf nicht sterben. Dein Opa? Na, dann mal rein mit dir. Die Regisseurin Monika Zinnenberg ist mit Kevin sehr zufrieden. Das hat er prima gemacht, findet sie. Das ist ein Alter, wo es immer schwierig wird, mit ihnen überhaupt umzugehen, weil lange Szenen kannst du nicht durchspielen, weil sie zwischendurch natürlich sie was ganz anderes interessiert und so. Und wenn du so wie jetzt, wo er so ganz unglücklich über seinen Opa sein musste, dann sagt er dann zu dir ganz treuherzig, ja, unglücklich habe ich keine Lust, sagt, das will ich nicht und strahlt übers ganze Gesicht. Kevin, jetzt musst du mir erstmal verraten, wie alt bist du? 6. 6 Jahre alt und dieses Eis hast du dir nun heute wirklich verdient. Nee, weil ich so gut beim Film mitgemacht habe. Ist das das erste Mal? Ich hab mehrere Mal Film. Was denn schon alles? Nur mit Karussell und war ich nicht mehr so alles. Und macht's dann noch Spaß? Geht so. Den kennen wir schon, Thomas. Heute treibt er sich in einer riesigen Halle rum, wo lauter Trödel verstaut ist. Die Filmleute nennen das den Fundus. Hier können sie sich all die vielen Sachen besorgen, die für die Dreharbeiten benötigt werden. Holzflugzeuge, Teddybären in allen Größen oder Puppen. Hier gibt es fast alles. So, und jetzt bin ich fündig geworden. Hier haben wir schon mal ein Flugzeug und das kommt ins Observatorium, was sich die Kinder im Dachboden der Scheune eingerichtet haben. Und hier haben wir ein Buddelschiff und das wird für den Dreh morgen im Hamburger Hafen benötigt. Das sind Uwe und Kiki. Uwe lebt mit seiner Frau Susi und den Töchtern Lisa und Hexe auf Gut Alstertal. Gehen wir arbeiten? Ja, na los. Heute steht eine Fahrt mit dem Polizeiboot auf dem Drehplan. Bei den Wellen wird das ganz schön schaukeln. Ist ja auch schon so schlecht. Dann gehen wir beide an die Reling und dann mache ich 1, 2. Ne? Das machen wir. Wenn wir keinen Reling haben, halte ich dann meine Mütze auf. Ja, das ist gut. Genau. Das machen wir. Bei den Menschen. Ja, super. Ja, sieht aber auch toll aus. Das könnten wir einbauen. Ja, das aus, ja. Jetzt aber Schluss mit den Faxen. Jetzt wird gedreht. Moin, moin. Das ist der fesche Kapitän von der Hafenpolizei, Holger, ein alter Freund von Uwe. Eigentlich wollte Tobias ja auch mit auf diesen Ausflug, aber er hat schlechte Laune, weil Kiki dabei ist. Alle Mann an Bord, dann Leinen los. Jetzt müssen die ran, die auf diesem Polizeiboot in Wirklichkeit arbeiten. Dabei können wir ablegen. Haben wir alles mit? Alles klar. Hilda? Ja, alles okay. Sabine, ist das Buddelschiff da? Ja. Komm mal, gib her. Jetzt bloß nicht fallen lassen. Das Buddelschiff wird heute noch gebraucht. Wenn es hinfällt und kaputt geht, dann müssen die Dreharbeiten abgebrochen werden. Auf Gut Alstertal haben die Schweine Besuch und wundern sich und kratzen sich. Thomas ist da und hat was mitgebracht. Sieht doch prima aus. Das neue Hofschild.
Ach, schau an, der Bauwagen ist auch fertig und steht an seinem Platz. Na, dann kann ja endlich auch auf Gut Alstertal mit den Dreharbeiten begonnen werden. Hier, unterm Scheunendach, haben die Kinder ein Geheimnis. Das ist ihr Observatorium. Da haben im Film die Erwachsenen keinen Zutritt. Bei den Dreharbeiten geht es aber nicht ohne die Erwachsenen. Das ist Sabine und die zeigt uns jetzt, was die Filmleute anstellen, damit alles schön echt wirkt. Spinnwebenfäden aus der Sprühdose, was es alles gibt. Immer, wenn in der Scheune gedreht wird, dann ist auch die Freiwillige Feuerwehr zur Stelle. Es könnte ja mal ein Funken fliegen, dass viele Stroh sich entzünden. Nicht auszudenken, wenn plötzlich die Scheune brennen würde. Hallo Einstein, es geht wieder los. Irgendwie findet das Filmhuhn die Dreharbeiten nicht sonderlich lustig, aber immerhin so gekrault zu werden, ist ja auch ganz schön. Und dann gibt es immer was Leckeres zu futtern. Kiki macht es sich derweil schon mal in der Hängematte bequem. Dann kann's ja losgehen. Und Probe, bitte. Ach, da bist du. Hier, deine Schultüte. Habe ich ganz allein gemacht. Super. Und deine Lieblingsfarben, stimmt? Nee, super. Und so bunt. Sag doch mal. Komm. Super. Oh, und so bunt. 716,2, die erste. Jetzt wird's ernst. Aufgepasst, Einstein. Nicht wegfliegen. Im Film können die Kinder immer nur durch dieses Fenster in ihr Versteck klettern. Das wird wieder einen kleinen Filmschnipsel geben. Am Ende wird Kameramann Bernhard Winkler über 31.000 Meter Film belichtet haben. Nach einem jeden Drehtag landen die Filmrollen zunächst in diesem Hamburger Filmkopierwerk. So wie jedes Foto muss auch der Film Bild für Bild erst einmal entwickelt werden. Das geht heute mit solchen Maschinen ruckzuck. In nur wenigen Minuten ist der Film entwickelt und getrocknet und landet schließlich auf solchen Filmrollen. Dann geht es in die sogenannte Lichtbestimmung. Das hier ist nur der Negativfilm, doch man erkennt deutlich die Szene, wie Tobias in der Scheune durchs Fenster klettert und Kiki die Schultüte gibt. Nun wird aus dem Negativfilm ein Positivfilm. Jetzt noch etwas Farbe dazu und dann sieht das Bild schon fast so aus, wie wir es später zu sehen bekommen werden. Der Ton kommt erst ganz zum Schluss dazu. Zurück auf Gut Alstertal. Das ist die kleine Merle mit ihrer Freundin Luisa und ihrer Mutter Sabine. Merle lebt mit ihren Eltern und den Großeltern auf diesem Bauernhof. Während die Filmkinder arbeiten müssen, kann sie immer die Pferde ausführen. Und wenn ihre Mutter Zeit hat, dann darf sie auch schon mal reiten. Komm! Eddie mag sie ganz besonders gern. Scheiße, da gucken viele zu. Peinlich, peinlich. Dass da so viele zugucken, das gefällt Lisa nun gar nicht. Es ist heute ihr erster Drehtag. Gerade hat sie ihren Filmfreund Sebastian kennengelernt. Die beiden haben etwas zittrige Knie. Irgendwann am heutigen Drehtag bekommt Lisa von Sebastian einen Kuss. Denn der mag sie unheimlich gern. So steht es im Drehbuch. 404, die vierte. Klapp.
Aber erst einmal gibt es für die beiden eine leichtere Übung. Lisa wartet in ihrer Kutsche auf Sebastian. Hey Sebastian, worauf wartest du? Komm schon! Was hast du denn so eilig? Toll siehst du aus. Warum hast du so eilig? Hexe wartet zum Packen. Wenn sie uns sieht, macht sie es gleich wieder wichtig. Ja, Kutsche fahren will gelernt sein. Was da so quietscht, ist die Bremse. Die sollte man besser vorher lösen. Aber sonst ist das für sie ein Kinderspiel. Es geht eigentlich wie beim Reiten. Und wenn sie nach links geht, dann muss man den linken Zügel ein bisschen mehr ziehen und dann wieder loslassen. Dann macht die das schon. Die ist das gewöhnt. Auf geht's zur zweiten Runde. Für Lisa und Sebastian wird's jetzt etwas mulmig. Weißt du, Lisa? Mensch! Sebastian hat einen Hänger. Der Text will ihm nicht einfallen. Weißt du, Lisa, ich habe nichts gegen meine Mutter. Echt nicht. Aber ich bin froh, dass sie krank geworden ist. Ehrlich. Und jetzt guckst du sie an und jetzt pass mal auf. Jetzt nehmen wir ganz zart ihr Gesicht in beide Hände. Ganz zart. So? Ja, ganz zart. Und jetzt ganz vorsichtig. Geh mal ran. Mach den Mund zu. Kurz rauf. Ja, so ist es. Lisa, und dann bist du erstaunt über deinen eigenen Courage. Und Lisa, du bist so überrascht. Du weißt gar nicht, was los ist. Und plötzlich mal, jetzt sitzt du da, oh Gott. Und du merkst auch, was du gemacht hast. Ab geht die Post. Hast du schon mal geküsst? Naja, wollen wir nicht drüber reden. Alles klar. Alles klar. Gut. So einfach geht das? Na, dann können wir das Ganze gleich drehen. Also, Kussszene, Lisa, Sebastian, die erste. Hoffentlich macht jetzt das Kutschpferd auch mit. Pferde sind sehr scheue Tiere. Die mögen das nicht, wenn da so fremde Menschen oder Stangen vor ihnen zappeln und rollen. Aber diesmal klappt es gleich beim ersten Mal. Wieso denn? Lisa, ich habe nichts gegen meine Mutter. Echt nicht. Aber ich bin echt froh, dass sie krank geworden ist. Ehrlich. Hey, bleib doch hier! Geschafft, das war's. Wer weiß, vielleicht aber geht im Film geht es jetzt erst richtig los, denn dieser Kuss hat Folgen. Lisa ist ganz durcheinander und schwärmt ihrer Schwester Hexe was vor. Ich kann nichts davon wissen, aber ich halte es einfach nicht mehr aus. Er hat mich geküsst. Sebastian? Wahnsinn, das hätte ich dem nie zugetraut. Erzähl mal, wie war's denn? Irgendwie ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Wieso? Wie denn? Oh, ich habe ganz zittrige Knie bekommen. Das ging vom Kopf bis in die Füße, wie ein elektrischer Schlag. Das klingt ja, als ob es wehgetan hat. Quatsch, das sind bloß die Nerven. Aber trotzdem, ein super Gefühl. Lisa, einmal habe ich gelesen, musst du auf Kommando weinen. Kannst du sowas? Oh nee, ich glaube, das kann Hexe besser. Das kann ich nicht, nee. Ich kann nicht so gut. Ich glaube, nur wenn ich mich richtig anstrenge, wenn ich an was denke, was ich sonst nicht so... Wenn was traurig ist, dann würde ich das weinen können. Aber so, sag jetzt weinen, das kann ich nicht. Musstest du auch schon mal weinen? Ich muss eigentlich nur weinen. Ja, aber da muss man die Augen so auflassen die ganze Zeit. Dann kommt das irgendwann von selber. Oder ein Wind halt, dann geht das auch. Hallo Jana. Das ist Marleen. Zur Maskenbildnerin Jana geht sie immer wieder gerne. Denn die hat all die vielen schönen Sachen zum Schminken. Der orangefarbene Lidschatten hat es ihr besonders angetan. Über ihren Spitznamen ist sie nicht besonders glücklich. Hoffentlich werden ihre Freunde sie in Zukunft nicht immer nur Hexe nennen. Dies Häuschen steht nicht auf Gut Alstertal, sondern bei Marleen zu Hause im Garten. Das ist mein Häuschen. Wenn ihr wollt, kommt ruhig rein. Hier hat Marleen es sich so richtig gemütlich gemacht. Sie zeichnet gern. Das ist Justus von Gut Alstertal. Und hier hängen Fotos und Poster, die ihr besonders gefallen. In der Schule gehört der Kunstunterricht zu ihren Lieblingsfächern und deshalb bastelt sie in ihrer Freizeit auch immer wieder gern. Ja, und das mache ich als Hobby. Das ist so ein Rohling. Ich mache ganz gerne Puppen. Und so sehen die zuerst aus. Das ist halt ein Rohling davon. Der muss erst noch gebrannt werden und dann malt man den an. Ja, und dann kommt da noch so ein Körper natürlich dran. Der wird ausgestopft und... Wenn man das gut gemacht hat, sieht das hoffentlich dann nachher so aus. Ja, genau. Die ist allerdings gekauft. Aber ich habe auch eine selber gemacht. Schon ein bisschen hier. Das ist die hier. Die heißt Christina. Ja, und da war es besonders schwer, halt die Augenbrauen zu malen und die Sommersprossen.
Und dann gibt es dann noch etwas, was Marleen besonders gut kann. Kunstturnen. Einmal, manchmal auch zweimal in der Woche geht sie zum Training. Der Stufenbarren ist eigentlich ihr Lieblingsgerät. Nur heute will's nicht so recht klappen. Eine gute Kondition kann beim Filmemachen nicht schaden. Lisa und Hexe sollen auf der Stelle trampeln, damit sie gleich beim Dreh auch schön außer Atem sind. 618, 2, die zweite. Lisa ist, man ahnt es schon, heute ziemlich sauer, aber nicht auf Hexe. Mach da doch nicht so ein Drama draus. Ich? Du kennst auch Mami, die macht ein Drama daraus. Es geht um einen Liebesbrief. Ich hab eine Idee mit der Hand. Was ist mit der Hand? Sebastian soll dir einen Brief mit der Hand schreiben. Auf Papier, mit Kuvert und Briefgeheimnis und so. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das Problem wäre schon mal gelöst. Bei den Kindern vom Alstertal geht es immer wieder munter zu. Auf dem Bio-Bauernhof vor den Toren der großen Stadt Hamburg ist immer was los. Freut euch auf viele lustige und spannende Geschichten aus der neuen NDR-Abenteuerserie mit den Kindern vom Alstertal. Viel Spaß beim Zuschauen!